Jetzt habe ich mir so ein Einbein-Stativ geholt und habe mir vorher gar keine Tests angeguckt. Ich glaube, ich hätte mal den einen YouTube-Channel besuchen sollen, den ich vor kurzem schon entdeckt hatte. Du stehst auf Pin-Ups und wolltest schon immer einen richtig geilen Pin-Up-Kalender zu Hause haben? Dann habe ich jetzt auf jeden Fall genau das Richtige für dich entdeckt, denn Pin-Ups können sogar helfen. Wie, die können helfen? Na, das ist wirklich simpel zu erklären, denn Lahm Poster, ein sehr, sehr guter Fotograf, hat jetzt gerade einen Pin-Up-Kalender veröffentlicht, der wirklich nice ist. Und dieser Kalender hilft natürlich nicht nur den Models bekannter zu werden, nein, er soll natürlich auch kleinen Kindern helfen. Das wiederum bedeutet, dass 5 Euro jedes Kalenders, der gekauft wird, gespendet wird. Diese 5 Euro wandern dann zu einem ausgewählten Kindergarten in Weimar und davon wird neues Spielzeug für die Kinder gekauft. Wenn du jetzt also nicht nur auf Pin-Up stehen solltest, sondern eventuell auch den Kindern helfen möchtest, dann gibt es natürlich unten in der Videobeschreibung den passenden Link, wo du die Kalender kaufen kannst und wirklich jede Spende bzw. jeder Kauf eines Kalenders hilft den Kindern dort natürlich weiter. Die GoPro, die ist dir doch sicherlich bekannt. Ja. Super, dann bist du auf jeden Fall nicht alleine, denn ganz, ganz viele Sportler setzen auf jeden Fall auf die GoPro, da sie nicht nur an Helmen befestigt werden kann, sondern auch an Autos, an Drohnen und. Man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, die GoPro einzusetzen. Und jetzt gibt es eine sehr, sehr kuriose Meldung. Die da wäre? Der Action-Cap-Spezialist GoPro hat nach dem erfolgreichen Börsengang jetzt die ersten Quartalszahlen verlauten lassen. Diese haben einen wirklich sehr, sehr hohen Verlust. Im Vorjahr betrug der Verlust noch 5 Millionen US-Dollar, jetzt sind es inzwischen schon 20 Millionen US-Dollar, die ins Minus geraten sind. Das ist schon sehr, sehr heftig auf jeden Fall. Zudem stiegen die Kosten natürlich und der Umsatz ist nicht mehr dementsprechend so, wie sich das GoPro vorgestellt hat. Und man muss natürlich dazu noch sagen, dass die Aktie um 10% gefallen ist. Du stehst auf Kuhlmann und arbeitest gerne mit Kuhlmann-Produkten? Ja, ich will nicht sagen, dass ich auf Kuhlmann stehe, aber ich arbeite gerne mit Kuhlmann-Produkten. Wieso? Naja, ich kenne da jemanden, der vor kurzem bei Kuhlmann gewesen ist und mit Kuhlmann abgesprochen hat, dass er demnächst auf seinem eigenen YouTube-Channel Kuhlmann-Stative und Kuhlmann-Produkte testen wird. Ja, okay, und wer ist derjenige welche? Derjenige welche ist David Currier, ein guter Fotografenkollege von mir, der wirklich geile Videos macht und demnächst, wie gesagt, richtig geile Tests machen wird mit coolen Produkten, wie zum Beispiel dieses Einbeinstatives. Obwohl, eigentlich könnte ich darüber auch mal einen Test machen. Schluss alledem, wie gesagt, ist es auf jeden Fall so, dass er jetzt den Zuschlag gekriegt hat und ich bin sehr, sehr gespannt auf seine folgenden Tests. Wer David Currier noch nicht kennt, für den gibt es auch natürlich in der Videobeschreibung den Link zu seinem YouTube-Channel. Unbedingt auschecken, denn er ist wirklich ein cooler Typ. Und zudem hat er vor kurzem die 1000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Das wiederum bedeutet auf jeden Fall, dass er demnächst ein Abo-Special rausbringt. Und wie soll ich sagen, meine Wenigkeit ist auch dort vertreten. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal, diesen Channel zu besuchen. Du hast es ja sicherlich letzte Woche Freitag mitgekommen, ein sehr schweres Ereignis hat uns alle getroffen. Letzte Woche Freitag. Ja. Was? Na, anscheinend hast du es auf jeden Fall verpennt. Es war, ja, wie soll ich sagen, eines der schrecklichsten Ereignisse, die das Jahr 2014 erreicht hat, beziehungsweise sich im Jahr 2014 ereignet hat. Okay. Und das ist welches Ereignis? Ja, wie soll ich sagen, Gigafoto hat die Pforten geschlossen. Es hat also nicht mal ein ganzes Jahr gedauert und da ist Gigafoto auch schon wieder tot. Schade eigentlich, wirklich schade, denn wir haben wirklich gerne da gearbeitet, hatten sehr, sehr viel Spaß, haben sehr, sehr viel durchgemacht und was soll man sagen, es war wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Wir, der Mike, der Pat und ich, haben euch natürlich über das laufende Geschehen im Fotografie-Kosmos auf den Laufenden gehalten, egal ob es irgendwelche neuen Kameras gewesen sind oder auch Fotografen, die gerade richtig geile Fotos am Start hatten oder. Natürlich, wie soll man sagen, es war sehr, sehr nice, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber alles hat nun mal ein Ende. Nur die Wurst hat zwei, wie man so schön sagt.
Trotz alledem heißt es natürlich nicht, dass der YouTube-Channel irgendwie auf Eis gelegt wird oder aber die Seite auf Eis gelegt wird. Es bleibt alles bestehen, so dass ihr definitiv immer wieder nachgucken könnt, wie eine Kamera funktioniert, welche Fotografen es in der Zeit gegeben hat und. Ihr könnt auf jeden Fall weiterhin auf beide Seiten zugreifen. Das ist immerhin etwas. Und wie soll ich sagen? Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt weiterhin bei den Milupili-Foto-News am Start seid. Das wiederum bedeutet, dass ihr mir zugucken könnt, beziehungsweise kein Video mehr verpasst. Aber auch bei dem Mike solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, denn der macht ja immer wieder Videotutorials und hat jetzt sogar auch eine neue Rubrik am Start, die es sich lohnt anzuschauen. Ja, das mit Gigafoto ist auf jeden Fall sehr, sehr schade, aber das Leben geht weiter. Was soll man machen? Sowas kann natürlich vorkommen. Trotz alledem, was haltet ihr denn eigentlich von dem Ende vom Gigafoto? Postet es mir mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann natürlich den Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr auch gar keine Fotonews mehr verpasst. Und dann geht es hier oben zur letzten Fotonews mit Jodin, der 5 tätowierte Models gesucht hat. Oder aber auch den 3D Ego-Shooter Kamerasim. Sehr, sehr geiles Teil. Unbedingt mal reinschauen. Und hier oben geht es natürlich zu einem letzten Interview mit Paul Rost, einem Berliner Fotografen, der wirklich sehr, sehr interessante Bilder macht. Zudem kann ich jetzt schon mal verraten, am Sonntag gibt es ein weiteres Interview und das ist der Gary Lange. Ein kurzes, kleines, feines Interview und auch jetzt kann ich schon mal verraten, es wird nicht das letzte gewesen sein mit Gary, weil ich habe schon neue Informationen bekommen, dass man sich demnächst wohl nochmal wieder sieht und dann wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Interview mit ihm geben und auch das wird dann irgendwann auf YouTube gepostet. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Rest Mittwoch und eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann am Sonntag schon wieder. Also macht's gut, macht nicht so doll, macht nicht so lang, wir sehen uns.